Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Fässern, da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Mädel, leb wohl, leb wohl. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen hier in der Dänemarkstraße. Wir fahren hier im Verband mit der Admiral Share, und du lässt mir hoffentlich mal einen Like da, empfiehlst meinen Kanal weiter und vor allen Dingen abonnierst du meinen Kanal, falls du das nicht schon längst getan hast. Ja, da schert sich gerade die Admiral Share, haha, schert sich Admiral Share, schert sich da hinten ein. Die Schlachtschiff Bismarck übernimmt hier die Führung. Wir erwarten einen britischen Großverband. Was mir noch ein bisschen stört, es ist ein bisschen schwierig, hier den Kurs abzulesen. Wir fahren hier Kurs West-Nordwest und erwarten, wie gesagt, hier das Zusammentreffen mit einem britischen, habe ich eben amerikanisch gesagt, weiß ich jetzt nicht, mit einem britischen Kampfverband der Royal Navy. Zu erwarten ist ein Schlachtkreuzer, ein Schlachtschiff, zwei schwere Kreuzer und sechs Zerstörer. Wir dürfen selber kein einziges Schiff verlieren. Ja, keines der beiden. Also das soll jetzt wirklich hier die Dänemarkstraße symbolisieren. Das Gefecht der Dänemarkstraße begann bereits am 23. Mai 1941. Die Kreuzer HMS Suffolk und die HMS Norfolk haben den Verband der deutschen Kriegsmarine aufspüren können. Die Bismarck hat dann das Feuer eröffnet auf die Kreuzer, und vor allem die Norfolk ist schwer getroffen worden und musste sich dann zurückziehen. Was ein bisschen doof war, das war zwar ein erfolgreiches Feuergefecht aus Seiten der Deutschen auf der einen Seite, aber die schwere Artillerie der Bismarck hat das bordeigene Radar beschädigt, und ja, das ist natürlich dann ein Nachteil. Warum hat die eigene Artillerie das Radar beschädigt? Das kam durch die Druckwelle anscheinend, ist da das Gerät beschädigt worden. Und um 5:29 Uhr ist dann, also die Kreuzer haben dann weiter Fühlung gehalten, ne? Die hatten auch Radar damals schon in den 30er Jahren oder in den 40er Jahren, besser gesagt, war Radar. Wir machen mal hier, ich mache das mal ein bisschen schneller, während ich hier sabbel. Wir behalten einfach mal den Kurs bei, ich weiß ja nicht, wo der Gegner ist. War Radar natürlich eine Hochtechnologie, ja. Das war Hightech der 30er und 40er Jahre. Und die B-Dienstgruppe der Kriegsmarine hat dann regelmäßig Fühlerhaltung der Kreuzer, der britischen Kreuzer, übermittelt an Schlachtschiff Bismarck. Und so war man sich dann ziemlich sicher, dass... So, wir müssen mal... Enemy Smoke Spotted to the Northwest... Okay. Das heißt, wir laufen auf den Gegner zu. Das ist ganz gut. Dann lassen wir mal normal weiterlaufen. Ja, und das war natürlich ein Problem für die Bismarck, ne, dass sie halt den Kampfverband Bismarck dann beschatten konnten, ohne selbst hier in Sichtweite fahren zu müssen. Gucken wir uns Admiral Share mal an. Ist natürlich nicht historisch korrekt. Das sieht mir eher aus wie... ein schwerer Kreuzer wie die Prinz Eugen. Allerdings hat die Prinz Eugen natürlich auch Zwillingslafetten gehabt damals. Aber so von der Zitadelle und so her, ne? Admiral Scheer ist ja ein Panzerkreuzer. Ja, Deutschlandklasse. Ja, sehr schön. Also da dürfen wir uns auch auf wunderbare deutsche Kreuzermodelle freuen. Dann nochmal kurz abschließend jetzt hier zur Dänemarkstraße, was dann passiert ist. Und durch diese Beschädigung des Radars hat dann, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, um euch das mal zu verdeutlichen, hat dann
die Prinz Eugen die Führung übernommen. Die sind auch in Linie gefahren. Vorher hatte die Bismarck die Führung. Und man sieht es eigentlich ganz schön hier, obwohl das jetzt nicht ein 1:1 Modell der Prinz Eugen ist. Sieht man aber hier, man kann auch mal hier rechts oben, hier könnt ihr auch mal gucken, ja. Wenn ich jetzt Bismarck anklicke, der Unterschied ist nicht so gravierend. Und so kam es dann, dass Prince of Wales und die Hood die Schiffe verwechselt haben und die Prinz Eugen anfänglich für das Schlachtschiff Bismarck gehalten haben und so zuerst die Prinz Eugen unter Feuer genommen haben. Ja, das Gefecht ist dann natürlich ziemlich schnell geendet. Zusammentreffen war 5.29 Uhr und 5.52 Uhr eröffnete die Hood auf das Führungsschiff dann das Feuer. Dann um 5.45 Uhr begannen die deutschen Schiffe zurückzuschießen. Und bereits die fünfte Salve der Bismarck traf dann die Munitionskammer der Hood. Eine sehr schlimme Sache und das wurde natürlich in der Wochenschau schwer gefeiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das an Bord der Bismarck natürlich, man muss sich vorstellen, die Besatzung der Bismarck war, 18, 19 Jahre alt, vielleicht bis Mitte 20 ging das hoch und jeder von denen wusste natürlich, dass die gleichen jungen Leute und die gleichen jungen Seeleute an Bord des gegnerischen Schiffes sind und wenn man dann so eine verheerende Explosion sieht, glaube ich, da läuft es einem dann schon eiskalt den Rücken hinunter und ich glaube schon, dass man da Mitleid mit dem Gegner hat. Da sieht man ja auch sehr schön dann, als die Bismarck gesunken ist, haben ja auch die Engländer versucht, die Besatzung zu retten. Also Seeleute sind sich da auch über den Krieg hinaus verbunden, einfach weil sie durch den Kampf gegen die Elemente und die Gefahr, die immer auf See ständig ausgesetzt ist, da sich verbunden fühlen. So, dann nochmal, bevor wir jetzt hier die Zeit weiter beschleunigen ins Gefecht, nochmal kurz zur Bismarck. Ihr seht es vielleicht schon, vielleicht fällt euch das auf. Die Türme sehen jetzt mehr nach Schlachtschiff Bismarck aus. Die sahen vorher ein bisschen anders aus. Das liegt daran, dass ich das Kaliber erhöht habe auf, ihr seht es hier, 40,6 cm. Das ist jetzt historisch nicht korrekt. Da habe ich die Optik quasi präferiert. Das war wirklich eine Entscheidung durch die Optik, weil das hat mir vorher nicht so gut gefallen. Die Geschütztürme sahen einfach nicht nach Bismarck aus, weil die Zieloptik, die jetzt hier hinten, man sieht es hier sehr schön an den, warte mal, ich mach mal so, dass wir hier mitfahren. Ja, sieht man es sehr schön, dass hier, es ist auch nicht original, wie bei den deutschen Original, ging das hier so gerade rüber, da fiel das nicht so ab. Aber das sieht mir doch jetzt ein bisschen mehr nach Bismarck in der Silhouette aus und das war mir dann doch wichtig. Plus wir haben ein bisschen mehr Feuerkraft jetzt, ist auch nicht so verkehrt. Die Tonnage ist ja schon nicht historisch. Ich habe auch mal geguckt übrigens, die Yamato als größtes Schlachtschiff seiner Zeit oder größtes Schlachtschiff der Geschichte hat, ich glaube es waren 73.000 Tonnen. Ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf jetzt, 76 oder 73.000 Tonnen. Ne, also da war die Bismarck mit ihren, was hatte sie an Tonnage? Ups, jetzt geht die Kamera hier rüber, ne? Ich gucke hier gerade auf meinem zweiten Bildschirm. Weiß ich, sehe ich jetzt nicht. Verdammt. Jetzt habe ich hier, ne, das ist ja blöd, was ich hier mache. So, wir bleiben mal bitte auf Bismarck. Ja, das ist, wenn ich mit der Maus auf den zweiten Monitor rübergehe, um da hier die technischen Daten von der Bismarck mir anzugucken, die ich hier neben liegen mag. Ich glaube, es waren, da habe ich es, 53.500 sind es, ja. Also es sind gut 20.000 Tonnen Verdrängung mehr. Das ist, sagen wir mal, 40% oder so, circa höhere Tonnage. So, jetzt machen wir mal was schneller. Das ist doch ganz schön beachtlich, ne? Aber natürlich beim Bau war die Bismarck ein sehr großes Schiff. Aber auch die Amerikaner haben dann während des Krieges vor allen Dingen dann modernere und größere Schiffe gebaut. Dennoch würde ich mal sagen, wäre die Bismarck ein ernstzunehmender Gegner, auch für eine Yamato, auch für eine Missouri oder was auch immer. Denn die war unsinkbar. Es ist wirklich so, ja. Also die Bismarck ist nicht durch gegnerisches Feuer oder gegnerische Torpedos versenkt worden, sondern hat sich selbst versenkt. Das haben Augenzeugen berichtet, also Besatzung Bismarck, aber auch die Tauchfahrten von James Cameron zu dem Wrack der Bismarck hat das bestätigt,
dass das Schiff sich selbst versenkt hat. Und auch die Tirpitz war ja nicht so einfach zu versenken. Das hat wirklich eine Spezialbombe benötigt, den sogenannten Tallboy. Ist das Tallboy? Ich glaube, oder verwechsel ich das jetzt mit der... Nee, Fatboy, ne, war... War die Atombombe, ne? So, wir haben Feindkontakt auf Peilung 030. Und Bismarck hat hier das Feuer eröffnet. Wir drehen jetzt nach Backbord weg. Also, wir machen das hier mal ruderhart. Backbord. So, was haben wir für eine Entfernung zum Ziel? 18 Kilometer, 6% Hit-Chance. Wir bleiben hier auf Distanz. Das Ding ist, kann sein, dass unsere Sekundärartillerie so nicht wirken kann. Allerdings, so, Ruder hat Backbord, liegt an, Schiff dreht. So, Turm Anton und Bertha öffnet hier das Feuer. Sehr schön, diese Gischten und so. Unsere Sekundärartillerie kann so wahrscheinlich nicht wirken, obwohl die auch eine ziemlich gute Reichweite, glaube ich, hat. Schauen wir mal. Naja, geht. 12,3 Kilometer. Aber wir erwarten hier eine... Uiuiui, was ist denn jetzt kaputt? Warte mal. Muss ich das anders machen? Muss ich das so machen? Na komm. Das war jetzt nicht... du solltest eigentlich hinterherfahren. Hallo? Oh. Er wird beschossen sogar. Wir erwarten eine Übermacht des Feindes, auch numerisch, nicht nur an Feuerkraft. Von daher möchte ich... Bam, bam. Möchte ich es so lange wie möglich herauszögern, dass die kleinen Schiffe uns sehr piesacken. Also die schweren Kreuzer und ja, die Zerstörer, weiß ich nicht, wie die sich anpirschen können. So. Aber nicht so gut. So, Admiral Scheer, bitte. Ist noch nicht in Range, ne? Was ist denn das Problem hier gerade? 14,3. So, jetzt dreht Admiral Scheer, dreht jetzt hier nach Steuerbord ein und wird sich dann wieder... hinter Bismarck einsortieren. Wir gehen mal halbe Kraft voraus, damit unsere kleine Schwester sich hier schneller einfinden kann. Ja, doch, das gefällt mir viel besser jetzt mit den Geschützen. Ich habe es wirklich nicht wegen der Feuerkraft gemacht. Es hatte aber den positiven Nebeneffekt, dass wir perfekt an unsere Tonnage rangekommen sind. Wir haben 62.000... 900 und ein paar zerquetschte an Tonnage und sind auch geldmäßig quasi am Cap dran. Also das, ja, war gleich mehrfach von Vorteil. So, bis jetzt haben wir nur ein Warship hier gespottet. Identifier, also die Identifizierung ist zu 27% abgeschlossen. So, jetzt haben wir Treffer an Bord der Bismarck. Aber Schäden sind gering. So, zweites britisches Großkampfschiff ist hier gesichtet worden. Das wird der Schlachtkreuzer sein. Weiß nicht, ob das jetzt die Hood ist. Ja, der läuft auf uns zu. Ja, das ist das Modell der Hood. Ist jetzt historisch nicht korrekt gebaut. Das ist ein bisschen schade, dass das Spiel da anscheinend selber was zusammenschustert. Ich hätte mir da jetzt für dieses Szenario vor allen Dingen einfach die originale Hood gewünscht. Die Hood hat halt auch Doppellafetten. Ich weiß gar nicht, ob sie drei Türme hat oder vier Türme. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich weiß aber zum Beispiel diese Besonderheit der Hood hier, diese abgeschrägten Aufbauten, ermöglichen es der Hood, extrem steile Winkel nach vorne zu feuern in Flachfeuer, also auf den Gegner schnell zuzulaufen. Und die Hood ist ein Schlachtkreuzer, von daher kann die auch gut Fahrt machen. Auf den Gegner zulaufen, ne, und dann eben hier schon mit der hinteren Artillerie wirken zu können. Was jetzt hier bei Bismarck oder so nicht so gut geht, seht ihr das? Ne, die kann nur so weit nach vorne. Das sind dann ein paar Grad, aber das kann doch einiges ausmachen. Ne? So, wie sieht's aus mit Admiral Scheer? So, weiterer Treffer hier an Bord der Bismarck. Feuer an Deck, Feuer an Deck. Gehen wir auf volle Kraft voraus.
So, Entfernung zum Ziel. 14 Meilen, so, das ist ein Abpraller. Die müssen mal einen Kurs ändern. Ruder hart Backbord. Ja, ich habe bei der Marine selbst. Ich hatte das ja schon mal gesagt, ich war beim Marineführungsdienst, also ich habe in der Operationszentrale gesessen und habe mich da um die Seeraumüberwachung am Radar gekümmert. Aber wenn ich auf Freiwache bin, es ist ja immer so, dass ein Schiff in zwei Fahrwachen organisiert ist. Es gibt eine Backbord- und eine Steuerbordwache, also so ein Zwei-Schichten-System sozusagen. Und wenn die eine Wache halt Fahrwache hat, also auf Station ist, dann hat die andere Wache eben Freiwache. Die haben dann Freizeit, außer es ist Alarm. Dann hat man, es gibt eine sogenannte Rollenkarte. Das ist so ein, ja, man hat wirklich so eine, oh, das ist nicht gut, was hier passiert. Weiterer Treffer an Bord der Bismarck. So. So, volle Kraft voraus. Das ist gar nicht gut, Leute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die haben sich sehr gut auf uns eingeschossen hier. Naja, man hat halt so eine Pappkarte, richtig? Und da stehen dann die Alarmzustände drauf. Was ich, Ruderversager, Wassereinbruch, Fliegeralarm, ABC-Alarm, ja, all solche Sachen. Und dann hat man eben eine Aufgabe. Und bei Ruderversager war ich für das Handruder eingeteilt. Also es gibt auch bei modernen Schiffen noch ein Ruder, wie das bei Segelschiffen, wie man das so von Piratenschiffen so kennt, ja. Also ein riesiges Rad, wo man dann wirklich mit Muskelkraft das Ruderblatt bewegt, ist in Abteilung 6 war das bei uns, also in der hinteren Abteilung hier, ein Schiff ist ja immer in Decks und dann in Abteilungen aufgeteilt, also Decks sind quasi die Stockwerke und die senkrechten Linien, die ihr hier seht, das sind die Abteilungen, die dann auch die zur Abschottung dienen, ne, bei Wassereinbruch. Und ja, bei uns war das in Abteilung 6, also das war wirklich über dem Ruder selbst und kostet halt richtig viel Kraft. Ne? Da zieht man sich dann ruckzuck aus, also Oberkörper frei und dann heißt halt, Ruder hat Backbord und dann kriegt man die Ansage vom Unteroffizier, der einen da anleitet, sagt, beide Ruder hat Backbord und dann fangen die Matrosen an zu kurbeln. Ja, also man muss halt, weil das ein extrem hoher Hebel ist, also eine extrem hohe Übersetzung, muss man halt sehr viele Umdrehungen machen, bis sich das Ruder wirklich dreht. Und man fängt sofort an zu schwitzen. Ne? Ist auch relativ warm, weil da hinten ja auch die Maschine ist und so. Dann sagt man, Ruder hat Backbord, liegt an. Dann gibt der Unteroffizier das weiter an die Brücke. Ruder hat Backbord, beide Ruder liegen hart Backbord. Und dann eben und so weiter. Wir waren dann immer 3 Mann, glaube ich, pro Ruder. Also 6 insgesamt, weil man sich alle 10 Minuten oder so abwechseln musste. Wenn man Gefecht fährt, sind ständig Ruderlagen zu legen, ja? Also man fährt ja nicht geradeaus die ganze Zeit. Und das ist unheimlich schweißtreibend. Also das war wirklich, ja, also wirklich alle Oberkörper frei, klatschnass geschwitzt, ja? Und dann hat man immer angesagt, wenn man nicht mehr kann. Und dann hat der Nächste, hat sich dann da ans Ruder gestellt. So, Bismarck kriegt jetzt hier richtig viel Feuer rein. Admiral Scheer greift jetzt hier ins Gefecht ein, schießt hier hoch Explosivgeschosse. Und wir müssen jetzt mal gucken, was wir hier für eine Entfernung zum Ziel haben. 14,1, 14,8. Ich hätte gerne ein Fernglas. Ich glaube, das muss ich den Entwicklern mal schreiben. Ich will nicht immer hier auf den Gegner, weil das rollenspielerisch einfach nicht schön ist, ja, sich hier hinter. Wär mir eine Zieloptik sozusagen. So, das liegt im Ziel. Sehr gut. Gute Treffer. Und ich hatte es auch schon mal gesagt bei einer Folge. Es ist so, dass sogenannte Ranging Shots geschossen werden. Weiß gar nicht, wie da der deutsche Fachterminus ist. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu nahe kommen. Ja, 12, mal 13, 12. So, jetzt haben wir hier schon 13% Hit. Wir gehen mal, ja. Ranging Shots, und wenn die im Ziel liegen, ja, dann wird angesagt, dass die Salven im Ziel liegen und dann feuert eben die Hauptartillerie so schnell ist, also Schnellfeuer und in Salven dann geschossen und dann haut man halt mit der Einstellung alles raus, was geht, bis der Gegner halt eben dann seinen Kurs und seine Geschwindigkeit eventuell ändert, um da das Feuer der gegnerischen Artillerie weiter zu irritieren, sag ich mal. Es macht unglaublich Spaß hier dem Spiel beim Kämpfen zuzugucken. Oh, go, oh, oh, oh. Damage Funnel. Wir haben einen Treffer im Schornstein. Ah, die Bismarck steckt ganz schön ein, ne?
So, kleinere Schiffe greifen jetzt hier auch mit ein. So, und wir haben hier 12,3. So, Sekundärartillerie wird sich dann mit den kleineren Schiffen beschäftigen. Bismarck feuert weiter. Au! Au, 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 au. Das hat sich nicht gut angehört. Ja, und die Visualisierung der Schäden ist viel, viel besser. Gefällt mir richtig gut. Wir haben jetzt nicht mehr diese ganzen Segmente, die dann so grau werden einfach, sondern wir haben wirklich hier einzelne Einschläge. Leute, das ist einfach so geil gemacht. Da kann World of Warships sich mal eine ganze fette Scheibe von abschneiden. Und wenn World of Warships irgendwas Gutes hat, ja, an dem Gesamtspiel, dann ist es wirklich die Grafik und die Modelle der Schiffe. So, ja, einen leichten Kreuzer. 14,1 Kilometer. Meine Herren, Bismarck steckt hier weiter ein. Aber besser die Bismarck als hier unser Kreuzer. So, Treffer hier auf dem Schlachtschiff. Ah, wir haben es auch identifiziert jetzt. So, wir klicken es mal an. Schlachtschiff Formidable. Formidable, wie der Franzose sagen wird. 38 cm Geschütze, Hauptartillerie, 20 cm Sekundärartillerie, die hier auch schon mit ins Geschehen eingreift. Gucken mal, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in die Reichweite der 12, was war das jetzt? 7er kommen. Wir ändern den Kurs weiter nach Backbord. Beide laufen jetzt hier AK. Und wir versuchen mal aus der Reichweite der Sekundärartillerie des Schlachtschiffs zu kommen. So, Hauptartillerie schießt. Wäre geil, wenn wir auch türmen einzelne Ziele. Also, dass Anton und Bertha hier auf ein Ziel feuern und Emil und Dora eben auf ein anderes. So, unsere Sekundärartillerie, unsere 15 cm schießen jetzt hier auch wunderbar. So, schwerer Beschuss kommt rein. Treffer auf Bismarck. Hammerhart! Einfach mega geil, Leute. Mega geil. Falls ihr Bock habt, hier die Entwickler zu unterstützen, ich werde für diese Werbung nicht bezahlt. Ganz bestimmt nicht. Aber es ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich habe den Link zur Entwickler-Homepage auf deren. In der Video. Entschuldigt bitte. In der. Ich bin so aufgeregt. In der Videobeschreibung verlinkt und da könnt ihr das Spiel käuflich erwerben. Ich finde, es macht jetzt schon mega Laune und ich bin seit der Alpha 2 dabei und Alpha 3, Alpha 4 waren super geile Patches, wo immer richtig geile Sachen dazugekommen sind. Also ich bin wirklich zuversichtlich, dass das hier keine Early Access Leiche wird oder so. Und das macht jetzt schon einfach so Laune, ey. Muss man echt mal sagen. So, 15 cm feuert. So, wir gehen mal auf die Admiral Scheer und werden mal gucken, was hier so Phase ist. Was haben die denn? Die haben natürlich 6,4. Das ist wirklich für den Nahbereich. Nice. Wir haben hier einen schweren Kreuzer. Das ist unser Schlag. Das. Oder? Das ist. Wenn wir mal gucken. Ja, also ich wünsche mir. Ah ja, okay. Ja, dann ist das hier der. Nee, das ist der Schlachtkreuzer. Nice Treffer. Nice, 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 nice. Sehr gut. Das ist noch ein Veteran hier aus dem Ersten Weltkrieg. Alter, ey, es ist so der Hammer. Es ist so ein. Der Hammer einfach. Kann sein, dass eben kurz der Sound weg war. Ich musste mal kurz auf dem Desktop mein Aufnahmeprogramm checken, dass hier die Folge nicht so lang wird. Aber ich glaube, ich mache es ein bisschen länger. Das macht einfach so Laune. So. So, Bismarck jetzt mittlerweile angeschlagen. Wir gucken uns mal an, was hier die Schäden sind. Wir können hier noch volle Kraft laufen. Ja, das war ein bisschen schwerer Treffer hier.
5 Damage. Und es fühlt sich halt null so arcadig an, ne, wie World of Warships. Also, das ist eine richtige Flottensimulation. Und wenn wir da eine gute strategische Basis dann dazu bekommen, ja, dass man mit Forschung und, Kapitäne wünsche ich mir auch, ja, dass man vielleicht auch ein paar historische Figuren hat oder seine Kommandanten und seine Kommandeure hier levelt. Oh, schweres Feuer auf dem Achterdeck. So, da wollen wir mal hoffen, dass hier der Brandabwehrtrupp. Ich war übrigens auch beim Brandabwehrtrupp irgendwie. Das ist echt finster. Wir haben in Neustadt Schiffssicherungslehrgang gehabt und mussten da ein echtes Feuer löschen. Da liegt der alte Kreuzer Köln und der kann geflutet werden, ne, dass man Leckabwehr macht. Der kann auch in Brand gesetzt werden. Da haben wir einen brennenden Maschinenraum gelöscht, dann mit Atemgerät und so weiter. Das ist richtig, das geht richtig an die Psyche, muss ich sagen. Ich hatte in meinem Leben nie so Schiss gehabt wie da, ne? Luft natürlich geschwängert, schwarz, dicker, schwarzer Qualm von brennendem Öl und so. Das war schon super gruselig, ne? Und man riecht dann auch in dem Atemschutzgerät, riecht man dann das verbrannte Öl. Und ich dachte mir nur, wenn du jetzt Panik kriegst und dir die Maske abreißt, 3 Atemzüge und du bist tot, ne? Also, das war schon irgendwie ganz schön heavy, so. Wir ändern gleich mal wieder den Kurs. Wir gucken mal. So, hier sind wir jetzt nämlich. Und dann ändern wir jetzt den Kurs. So. Die haben sich schön eingeschossen auf Bismarck. Das gefällt mir gut, weil so kann Admiral Scheer hier wunderbar wirken. Jetzt gucken wir mal, wen die am besten bekämpft. Fahren wir hier mit. Ich würde sagen, wir gehen hier auf den Kreuzer. Und dann kann die nämlich auch panzerbrechende Munition verschießen. Nee, hier. AP. Wo sehen wir denn die Munition? Ah ja, hier. So, dann müssen die sich... Oh, sehr schön. Guter Treffer. Weiß gar nicht, wer das war. Schauen wir mal. Gehen wir wieder an Bord der Bismarck hier. Muss ja irgendwie ein Treffer im Kreuzer gewesen sein. Oh. Feindkontakt, Peilung 060. Das kann sein, dass das die Zerstörer sind, ne? Was hat denn die Hauptartillerie hier für ein Ziel? Warte mal, das war... ich habe einen Fehler gemacht. So. Warte mal. Nee. Warte mal, ihr sollt getrennt schießen. Schwerer Treffer auf der Admiral Scheer. Wassereinbruch in Abteilung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abteilung 7. Okay. Das ist nicht gut. So, wir müssen jetzt handeln. Detach. So, Admiral Scheer schert hier aus dem Verband aus. Ja, ich hatte tatsächlich, als ich auf meiner Fahrenszeit bei der Marine hatten wir auch Wassereinbruch einmal gehabt. Oh, das wird gefährlich jetzt hier. Die verliert jetzt natürlich an Geschwindigkeit, ne? So, wir machen das mal per Hand. Wir haben ja echt Probleme. Wir haben einen schweren Wassereinbruch hier. Ah, das war ein 38 cm Geschoss, ne? Scheiße. So. Boah, scheiße. Das ist nicht gut gewesen. So. Wie sieht's da aus? Ein 9% Hit. So, wir machen mal hier
Hauptartillerie soll mal hier aufs Schlachtschiff gehen und die Sekundärartillerie auf den Kreuzer St. George. Jo. Das ist ein Problem jetzt hier. Okay, dann müssen wir mit Torpedos jetzt rechnen. Okay, das heißt jetzt Ruderhard, Backbord. Das ist gefährlich jetzt. So. So. Admiral Scheer hat hoffentlich jetzt hier. Komm. Wie sieht's hier aus? Feuer ist unter Kontrolle. Muss man hoffen, dass die Leck-Abwehrtrupps hier ihren guten Job machen. So, Sekundärartillerie schießt jetzt hier auf den Zerstörer. Ja, ein Fernglas. Ich hätte jetzt Bock, einfach jetzt auf eine Taste zu drücken und dass man dann durch ein Fernglas guckt. Ich guck mal eben, ob es das nicht vielleicht sogar gibt. Settings? Nee. Nee. Da hoffe ich doch mal. Boah, das ist. Mal ein bisschen aufpassen jetzt hier. Hier. Sichten wir auch gerade Schiffe. Okay, so. Die haben wir zum Glück hier aus der Schusslinie geholt. Und was die jetzt mal macht, die muss jetzt hier mal die Zerstörer bekämpfen. Boah, Hit. Echt? Dein Ernst? So. Und wir müssen irgendwie wieder in eine sinnvolle Formation kommen, ne? So. Sind wir hier? Boah, ist echt nicht so einfach zu treffen anscheinend. So, jetzt schießt aber auch die kleine Artillerie. Gucken wir mal. Also ich würde sagen, wir feuern jetzt hier auf die. Boah, es ist einfach eine unglaubliche Übermacht des Feindes, ne? Und man hat halt. Boah, Gott, kriegen wir hier viel Feuer rein, ey. Man hat halt das Problem, dass man so immer so lange in irgendeiner Situation gefangen ist. Zum Beispiel gefällt mir das jetzt gar nicht, dass die so weit weg voneinander sind. Aber das ist jetzt so, ne? Also man muss wirklich so vorausschauend hier alles planen. Bismarck kriegt jetzt verdammt viel Feuer hier rein. So, wir gehen mal hier so auf so einen Kurs. Und Bismarck muss die irgendwie so kreuzen und dann kann die Admiral Scheer sich da hoffentlich wieder hinten einreihen. So, wir feuern jetzt auch mit der Hauptartillerie hier auf den Gegner. Wir gucken uns das mal an hier, wie das hier reinkommt, das Feuer. Ich vermute mal, dass wir auch gleich eine Torpedowarnung bekommen. Cool aus, auch mit dem Wetter, ne? Jawohl. Ein Treffer und tschüss. Yes. Guck uns mal an, ihr habt ja noch gar kein Schiff sinken sehen, ne? Muss ich da jetzt selber per Hand hin eiern? Anscheinend.
Super gemacht. Das ist jetzt halt nur ein kleines Schiff, aber das ist echt geil gemacht, wie das. Ah, jetzt ist schon weg, schade. Aber da booten sich normalerweise auch Leute aus. Ich habe ja auch schon Boote rumschwimmen sehen. Ah, zumindest Ölflecken. So, wir bleiben aber jetzt hier mal bei unserer Gruppe und wir werden das hier mal wieder attachen, also hier dem Verband Bismarck angliedern. Kann ich da echt immer nur. Kann ich die nicht einzeln anwählen oder Steuerung? Nee. Was haben wir denn hier für eine Reichweite? Naja, das ist alles außerhalb der Torpedos können wir hier abfeuern. Ist auch nicht so im Sinne des Erfinders. Das sieht auch aus, als wenn er hier gerade eindreht für einen Torpedoangriff, ne? Oh, Torpedos, Torpedos! Ah, da komm. Ein zweiter Pedotreffer. Eieiei. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man nicht screent. Ne? Normalerweise haben leichtere Schiffe dann ja die Aufgabe halt eben, das Seegebiet zu sichern, hier auch gegen Torpedos. Aber wenn ich hier den Kreuzer hier laufen lasse, dann der wird halt zerlegt. Ne? Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? So, jetzt haben wir natürlich ein echtes Problem. Und, so. Ach so, nee, scheiße, jetzt habe ich Bismarck hier rausgenommen. Das ist ja Quatsch. Warte mal. So. Hä? Ah, okay. So. Detach. So machen wir das. Bismarck dreht jetzt ab. Oh, 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 ist die Ruderlage hier beschädigt? Rudern, ja. Ruderlage ist beschädigt. Auch ein historisches Ereignis. Aber es ist schon ein heftiger Kampf hier, ne? Muss man echt sagen, also. Also ich glaube, gegen den Schlachtkreuzer hier und das Schlachtschiff hätte man es schwer. Okay, Bismarck feuert jetzt bitte. Es kann natürlich sein, dass ich einfach nur den Schlachtkreuzer hier killen muss. Die nebeln sich ein. Krass. So. Sekundärartillerie. Mal gucken, wann hier die nächsten Torpedos kommen. Hier auch schon mal Hauptartillerie so machen und Sekundärartillerie so. So, wie sieht's aus an Bord der Bismarck? Ja, wir machen die Folge jetzt ein bisschen länger. Was soll's, ey, oder? Da sind Torpedos. Habe ich eben eine Torpedowarnung bekommen? War doch. Ja, hier. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir jetzt hier so einen Kreis fahren. Dadurch schießen die wahrscheinlich ihre Torpedos alle falsch ab. So, die haben ihren Nebel eingestellt. Das heißt, wir machen das mal so. Zack.
Wir versuchen hier mal schnell die Zerstörer rauszunehmen. Da sind schon wieder Torpedos. Ah, das ist dieser Fächer. Nee, das ist ein anderer Fächer. Boah, hier, zack, zack, zack. Das sollte schnell gehen, ja, auf die Distanz jetzt. Meine Güte, haben wir hier einstecken müssen. Treffer auf Admiral Scheer. Haben wir hier nochmal einen Torpedotreffer bekommen? Nice. Alter Schwede, ey. Nice. Zerstört. Oh, was war das? Wird den Torpedotreffer gekriegt, oder? Ne. Bismarck on fire, ja. So. Machen wir es mal so besser. So, Admiral Scheer schießt auf den. Ah ja, da feuert jetzt auch die Sekundärartillerie. So, Bismarck kann direkt mal den anderen hier übernehmen. Kriegen wir hoffentlich schnell. Aber 6 Zerstörer, 2 schwere Kreuzer, 1 Schlachtkreuzer und 1 Schlachtschiff. Das ist schon, ja. Eine ganz schöne Herausforderung. Kriegen wir das Ruder noch repariert oder? So, jetzt zieht ein bisschen die Admiral Scheer wahrscheinlich das Feuer auf sich. Gucken mal. Wo wir die die großen Schiffe sind noch außerhalb der Torpedoreichweite. Ja, der geht bald down. Seafire, Oriol, Liberty und Virgin. So, auch mal die Schäden jetzt hier einen Kurswechsel machen, bitte. So, der wird doch gleich absaufen. Da können wir schon mal die Hauptartillerie anders einweisen hier. So. Jo, sinkt. Ja, das mit dem Ruder ist irgendwie kacke, ne? Aber, also wir können nicht mehr nach Backbord lenken, oder wie? Na, können wir jetzt hier... Ich glaube, wir können wieder Kursangaben machen. Und dann machen wir das mal so. Machen wir mal auf Nummer... Nee, machen wir mal... Nee, war ein Fehler. Ahead, so. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass Admiral Scheer jetzt hier nicht zu viel abkriegt. Dann nehmen wir den Kreuzer hier unter Feuer. Das sieht gut aus. Hat einen schweren Wassereinbruch hier und Feuer an Bord. Oh, da guck mal, der liegt schon richtig, richtig tief.
Huch. What do you do with the Gummischuh hier? Bleib mal, macht das Sinn, was du da jetzt machst? Es ist halt blöd, sobald man die so in Verband zusammengesteckt hat, kann man denen keine getrennten Feuerbefehle mehr irgendwie geben. Das nervt. Da bin ich da einfach zu blöd für gerade. Doch, warte mal. Steuerung, Left-Click, dann kann ich nur das anwählen. Sehr gut. Nee. Oh, warte. Steuerung. Nee, jetzt habe ich wieder. Ist ja blöd. Nee, das macht jetzt keinen Sinn. Die nebeln sich ein. Da haben wir, glaube ich, eine geringe Trefferchance. Nee, dann gehen wir lieber hier drauf. 12% Hit. Und Shea, was hast du denn hier an Torpedoreichweite? Kriegen wir jetzt hier mal die Torpedos? Also warte, wir machen das mal so. Und die Torpedos auf Aggressive. Und dann hoffe ich doch, dass Shea hier die Torpedos abfeuert. Ah, die laufen schon. Jetzt Shea das Führungsschiff, ne? Ah, sehr schön, okay. So, jetzt müssen wir aufpassen hier. Die kriegt mir gerade zu viel Feuer rein. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Puh, das ist echt hart, ne? Es kann auch sein, dass man einfach irgendwie für die Mission, um die zu schaffen, die Hood quasi, also den Schlachtkreuzer, versenken muss, ne? Da stand ja irgendwas, dass das unser Hauptziel ist. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie so lebend rauskommen. Oh, Schwarmwassereinbruch hier auf Admiral Shea. Aber es macht mega Laune, also auch wenn wir das jetzt irgendwie verlieren, also mir macht's mega, boah, das ist, Alter. Ja, wenn man sowas bei World of Warships sieht, ne, dass so viele auf einen schießen, da erlebt man dann nur noch so circa 15, 20 Sekunden oder so. So, warte mal jetzt, mach mal hier diesen hier oder was, was ist denn? Ne, das bringt nichts hier mit dem hier im Verband fahren. Jetzt hat die Shea auch Roller Damage. Das heißt, wir können hier ohne Schmör geschafft. Scheiße, ey. Ja, so eine Kacke. Also vielleicht müssen wir da auch das Schiff dann nochmal umbauen, dass das ein bisschen robuster ist. Also die Ruder. Oh, das liegt schon ganz schön tief. Er säuft ab. Und dann müssen wir beim nächsten Versuch hier. Scheiße. Dann müssen wir beim nächsten Versuch versuchen, sofort den Schlachtkreuzer rauszunehmen, ne? Weil ich glaube, das reicht dann, um die Mission hier zu schaffen. Ne? Und das meine ich halt, ja. Also wenn man den Kreuzer hier nutzt, um hier zu screenen, der zieht dann das Feuer auf sich und der kann natürlich nicht so viel aushalten wie die Bismarck. Ja, die Bismarck ist ja zwar nicht mehr so gut manövrierfähig, aber die ist ja noch voll kampffähig, ne? Kann ich nicht hier auch? Nee. Ja, das werde ich beim nächsten Mal machen. Aber wir werden das auf jeden Fall nochmal zocken und wir werden das auch schaffen. Aber das geht jetzt hier in die Hose. Ich glaube, wenn wir ein Schiff verlieren, dann sind wir gescheitert, ne?
Ja, aber jetzt sind wir hier schon fast bei einer Stunde, ne? Also das, wenn dann so 4, 5 Schiffe auf jeder Seite aufeinandertreffen, dann ist man da ein Weilchen mit beschäftigt. Finde ich sehr gut. Da würde ich auch World of Warships spielen, wenn das alles ein bisschen länger gehen würde, ne? Diese Kämpfe sind halt so... Ah, Torpedos. Na, das sieht nicht gut aus. Wir können ja auch nicht mehr ausweichen jetzt. Ja, aber die dreht ja schon mal, aber macht auch kaum noch Fahrt. Das ist der Fangschuss jetzt. Jo, alle Mann von Bord, würde ich sagen. Schön auch, wie der Turm dann jetzt hier so stehen geblieben ist, ne? Also Schadensmodell gefällt mir richtig gut jetzt. Das sieht nicht mehr so kacke aus wie noch bei den Folgen vorher. So, da ist der Fangschuss. Und das war's. Ja, dass man jetzt die Geschütze getrennt voneinander steuern kann, gefällt mir richtig gut. Also Patch Alpha 4 ist wirklich ein richtiger Knaller. Und ich vermute mal, wir müssen hier echt... Wir machen mal No. Ich vermute mal, wir müssen hier echt... Whether you're in the German fleet and meet another, your main target is the battlecruiser, which is the most advanced ship of their fleet due to your limited funds. Also Hauptziel, wahrscheinlich müssen wir dann wirklich nur den Schlachtkreuzer rausnehmen und dann haben wir gewonnen, hoffe ich mal, weil also diese Übermacht hier, schaut mal, ja, 2 schwere Kreuzer, ne, 6 Zerstörer insgesamt, also auch die Zerstörer machen einem ja richtig Ärger, ne. Ich bin gespannt. Ich gehe nochmal hier in das Schiffsdesign rein. Wir gucken uns das nochmal an. Ja, wir könnten natürlich auch... Ja, wir sind halt hier limitiert mit dem Geld einfach. Seht ihr? Wir sind hier wirklich schon am Cap dran. Hm, vielleicht kann man... irgendwas noch machen. Und dass die... Also die, der Verlust der Rudermaschine ist kritisch tatsächlich, ne? Da kriegen wir dann richtig Probleme. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Das haben wir. Rudder Shift Speed, Turning Rate, ist alles super, aber vielleicht kann man das auch nicht so ohne weiteres schützen, ne? Weil wenn man einen Treffer halt in das Ruderblatt hinten kriegt, das ist halt immer die Achillesferse und ist ja damals der Bismarck auch zum Verhängnis geworden. Wir können auch hier jetzt nichts machen, um also hier bei der Panzerung, um die Ruderanlage besser zu schützen. Zitadelle macht natürlich auch keinen Sinn. Ship Repairs, Flooding, also da sind wir ja gut aufgestellt eigentlich. Das war nicht das Problem, ja? Also die Bismarck, also wir müssen auch den Kreuzer einfach im Hintergrund halten. Die Bismarck muss das wegtanken sozusagen, ne? Excellent Turn Rate. Maximal Speed Penalty, das ist auf jeden Fall auch cool, aber auch da sind wir eigentlich gut aufgestellt, ja. Engine Damage Chance, -25%, könnte man natürlich hier auf maximal, da geht unser Geld halt hoch, ne. Also ich werde da nochmal ein bisschen was versuchen, also wir hatten jetzt wirklich Probleme durch die Ruderanlage und wir hatten dreimal dieses Maschinenschadenssymbol, also das ist ein bisschen... unser Schwachpunkt. Könnte natürlich einfach hier mit der Geschwindigkeit weiter runtergehen. Das ist nicht viel dann, ne? Es ist nicht viel. Jetzt war ich gerade kurz irritiert, weil meine Freundin gerade nach Hause kommt. Guckt mal rein, wenn wir hier mit der Tonnage ein bisschen runtergehen. Ein bisschen Fummelarbeit, ne? Ein bisschen Panzerung weg, vielleicht hier vom Gürtel. Komm. Ah. Und vielleicht...
Die Sekundärartillerie, ist die so wichtig? Es bringt halt nicht viel. Würde ich ungern machen. Naja, ich schaue da mal, aber ich glaube, das ist vielleicht der Weg. Ich würde jetzt ungern noch einen halben Knoten runter, aber das ist doch vielleicht nicht schlecht, ne? Also, ich werde da nochmal dran rumdoktern. Und dann, falls ihr noch eine Idee habt oder so, schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare, ja, was man da vielleicht verbessern könnte. Aber ich glaube, die Maschine besser zu schützen ist, sollte hier jetzt oberstes Gebot sein. Und vielleicht Engine, ja, Engine ist nicht Rudder, ne? Ich guck mal, vielleicht entdecke ich noch irgendwie was, dass man hier Rudder weiter schützt, ja. Okay, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe mal, die nächste Runde wird dann ein bisschen erfolgreicher, obwohl, naja, so unerfolgreich waren wir. Wir haben drei Schiffe versenkt, wenn auch gleich auch nicht das Zielschiff. In diesem Sinne, ich bin der Basti, ich bin hier raus. Mach's gut, ciao, ciao.